Willkommen auf MSALB TV. Ja, ich bin mal wieder in Stuttgart unterwegs und wir schauen jetzt gerade auf die Baustelle, wo der S-Bahn-Tunnel gebaut wird. Und wie ja schon der Hubert berichtet hat, haben sie jetzt hier die Verlegung der Straße schon hergestellt. Ihr seht auch jetzt genau den Verlauf von dieser Straße über den Tunnel, wird dann hier hinter dieser Betonmauer runterführen und dann rechts in den Tunnel wieder hinein. So, also das war jetzt das erste. Und wenn es mal irgendwelche Windgeräusche geben sollte, ja, wovon ich auch ausgehe, möchte ich hier erstmal entschuldigen, weil hier geht etwas im Wind, vorher ging es stärker, wo ich gestiegen bin. Jetzt geht es gerade ein bisschen, also etwaige Wind möchte ich um Entschuldigung bitten, also bis gleich. So, was hier jetzt neu ist, ist zwar, und zwar die Verlegung des Verkehrs, wo aus dem Tunnel rauskommt, auf die mittlere Fahrspur, sage ich mal. Und hier steht auch ein Baufahrzeug oder Transportfahrzeug. Aber was das genau ist, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Aber man wird sehen, also bis gleich. So, das Bauwerk hier unten nimmt auch langsam Formen an. Da hat man jetzt bereits begonnen mit der Einschalung der Deckenplatte und auch ein paar Armiereisen sehe ich auch schon drin. Und ich denke mal, das dürfte die endgültige Höhe sein. Außer hier dieser viereckige Kasten. Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen höher gezogen, aber das wird man alles sehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also bis gleich. So, hier schauen wir jetzt mal direkt in den S-Bahn-Tunnel rein. Hier die Außenmauer kann man sehr gut erkennen. Mit der Anschlussarmierung und hier drüben die andere und hier fehlt dann bloß noch die Deckenplatte. Was ich hier noch gerade gesehen habe, ist eine Einschalung. Der wird wahrscheinlich etwas offen bleiben, aber was das genau ist, weiß ich auch nicht, aber ihr seid sehr so fleißig und schreibt das immer rein in die Kommentare. Wenn ich mal was nicht wissen sollte, dann tut ihr mich natürlich logischerweise aufklären. Dafür sage ich erstmal recht herzliches Dankeschön. So, und dann wird hier schon armiert. Für die nächsten Außenmauer durch die Außenwand. Da ziehe ich mal rein. Also kann man hier sehr deutlich sehen, wie sie hier arbeiten. Und das Ganze geht bis hierher. Das heißt, sie kommen dem Tunnel immer ein Stück näher nach vorne. Und die Außenmauer, die Bodenplatte geht übrigens logischerweise auch so weit. Das heißt, hier wird bald es soweit sein. Ja, und hier kommt das nächste Material angeflogen. Was
Masse dann hier unten reinziehen. Ja, logischerweise gehört da noch ein bisschen mehr Armierungsstahl rein, aber das wird jetzt nach und nach auch kommen. Und direkt hier unten, das kann man jetzt aber nicht so gut erkennen, einzelne Stäbe kann man erkennen, wo rüberlaufen. Für die Deckenplatte haben sie auch schon angefangen mit der Außenwand. Also, das ist jetzt mal der neueste Stand und jetzt gucken wir uns gleich mal das andere noch, was ich euch gerade gezeigt habe, von weiter vorne aus an. Also bis gleich. So, und das wäre jetzt hier dieses Bauwerk, was ich am Anfang gezeigt habe. Und daneben kommt dann praktisch der S-Bahn-Tunnel hin, der dann in Richtung Hauptbahnhof geht. Und wenn wir gerade so einen schönen Blick haben, zoome ich mal geschwind rein in den anderen, auf den anderen S-Bahn-Tunnel. Ja, leider mit meinem Handy kann ich nicht weiter reinzoomen, sonst hätte ich vielleicht euch mal gezeigt, was da drinnen noch so los ist. Aber das kann ja mal Hubert oder der Jochen wieder machen oder der Mario, einer von dreien. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich an der alten Bahndrehzone wieder. Bis gleich. So, nun bin ich bei der alten Bahndirektion. Ja, und hier haben wir mittlerweile auch angefangen, die Schräge zu betonieren. Und hier haben wir jetzt eine Überfahrtsrampe gebaut, dass das grüne Monster hier rüber kann. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich gehe noch ein kleines Stück rauf. Bis gleich. Aber bevor ich raufgehe, ich habe gerade noch was entdeckt. Und zwar hier bei der alten Bahndirektion. Da haben sie überall an diese Schrauben, sage ich mal, so grüne Kreuze gemacht. Und die unten haben gar nichts. Für was das jetzt zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Also wenn es jemand weiß, darf es gern unten in die Kommentare reinschreiben, wie immer. Also, da wäre ich sehr dankbar, dann wäre ich da auch aufgeklärt. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich ein Stück weiter oben. Ja, wie man sieht, hat man das Stück hier, was die Plane abgedeckt ist, auch vor kurzem betoniert. Aber die Schräge hier, das kleine Stück, das hat man jetzt heute betoniert, das ist noch ganz frisch. Und hier drüben genauso. Also es geht langsam voran. Und was sie jetzt gerade noch machen, sind hier Armierungsarbeiten. Die sind voll im Gange hier. Und ich denke mal, wenn es so weitergeht, wird dieser Abschnitt auf jeden Fall auch noch. Ja gut, diese Woche nicht, oder vielleicht morgen, mal gucken, aber auf jeden Fall nächste Woche betoniert. Was auf jeden Fall schon betoniert werden kann, wo sie auch schon dran sind, wie ich sehe, ich zoome mal rein, ist hier diese Fläche hier. Und wie man sieht, haben sie auch hier schon ein bisschen Beton reingemacht. Und armiert ist es voll und ganz. Die Schalung ist dran, die ist ja überall schon dran. Aber hier wird anscheinend heute betoniert. Also ich habe zumindest auch ein paar Rüttler gehört gerade eben noch. Aber schauen wir mal,
Lassen wir uns überraschen, auf jeden Fall geht es hier mit großen Schritten voran. Und hier werden gerade die Armierstäbe abgeflext, die Planken, um dass man sie mit einflechten kann. So, was ich jetzt gerade noch gesehen habe, und zwar hier diese Betonlücke, hat man auch mit eins, also betoniert. Wir rätseln immer noch, für was diese Betonlücke sind. Also wir gehen alle davon aus, dass es wieder für diese Mauer ist, wo da mal war, weil immerhin laufen diese Betonlücke nämlich genau da hinten hin. Also lassen wir uns überraschen, für was das ist, und vielleicht gibt es ja auch wieder diesen Umleitungstunnel, also diesen, ich sage immer, Umdrehungstunnel, wo auch in die Rettungsfahrt einfahrt, dann nachher anschließt, und zwar ist es da, wo der Kran jetzt steht. Vielleicht stellt man auch diese Straße wieder her. Schauen wir mal, weil die ist ja noch intakt. Die war ja auch noch so gesehen sehr in Betrieb. Also schauen wir mal, was passiert. Wir werden sehen. Also, dann sage ich bis gleich hinter der Altenbahn. So, jetzt schauen wir mal in BA1 Nord rein. Ich hebe euch mal hoch. Aber vorher ziehe ich noch ein bisschen aus. Also bis gleich. Ich muss euch kurz drehen, dass ich die Kamera auf den Zaun legen kann. So, meine Lieben, das war jetzt mal der Einblick in 1 Nord, weil da unten ist nämlich gerade offen gewesen, und weil der Hubert, der den jetzt auch hier rein ist, habe ich gedacht, jetzt gehe ich auch einfach mal rein, ganz frech. Also bis gleich. Ja, und hier bei Wiederherstellung der Jägerstraße gibt es auch nicht mehr viel zu berichten als beim letzten Mal. Also man sieht hier ein paar Rohre. Ich denke mal, dass die da noch verlegt werden müssen. Ja, also viel mehr als was man beim Hubert gesehen hat, sieht man hier auch nicht. Also würde sagen, lassen wir uns mal überraschen, ob die dieses Jahr noch fertig wird und wir vielleicht doch noch mal einen richtig schönen Einblick hier drüben reinbekommen. Und zwar in 1 Nord. Lassen wir uns mal überraschen. Und ich sage bis gleich. Ja, hier tut man heute den Rand betonieren ohne Betonpumpe, einfach mit Kübel.
gehen wir ein Stück weiter rüber. So. Also einfach mit Kübel wird hier der Rand betoniert. Aber vielleicht betoniert man auch alles, weil es nicht so dick ist mit dem Kübel. Man wird sehen, auf jeden Fall sind sie jetzt an dem, was ich euch vorher gezeigt habe. Und zwar an diesem Viereck hier dran am Betonieren. Also ihr seht, ihr habt auch gleich was Neues. Ja, und jetzt fliegt der Betonkübel hier oben rüber. Den verfolgen wir jetzt mal. So. Und gleich dürft er auch runtergehen. Jawohl. Macht auch. Und wo geht er hin? Genau. Er geht da. Zu diesem wunderbaren, hübschen Betonmischer der Firma Gudel. Gudel. So, und dann geht's Nachschub für diese Fläche hier. Ja Leute, es geht voran, Stück für Stück. Und die Leute holen sogar extra die Armiereisen hier von der Fläche, weil der Kran gerade beschäftigt ist mit Beton rüber fliegen zu lassen. Also. So, und dann soll es auch mal von hier aus gewesen sein. Es gibt heute mal wieder zwei Videos, aber jetzt von der S-Bahn und hier von der alten Bahndirektion soll es erstmal gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, hier unten kann man ihn jederzeit kostenlos abonnieren. Genauso Kommentare kann man loslassen, Lob, Kritik und so weiter. Aber bloß für alle Hater, ihr könnt es euch sparen, ich tue euch sowieso blocken. Dann also, und seit ich das sage, kommen auch keine wüsten Kommentare mehr, sondern bloß noch lieb gemeinte Kommentare, und das mag ich. So, und wenn man hier rechts drüben ein Glücklein anklickt und auf alle geht, wie es der Jochen so schön gesagt hat, auch in seinem Video, wo er gestern veröffentlicht hat, dann bekommt man von YouTube eine Benachrichtigung, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. So, und ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, und wie immer, bleibt mir gewogen. Was ganz wichtig ist, auch wenn jetzt die Fallzahlen wieder steigen, bitte bleibt gesund. Tschüss, euer Hemme.